Hallo und herzlich willkommen in der 21 Stump Street. Ich bin einer weiteren Gruppe bei Facebook beigetreten und zwar Ideen mit Pfiff. Auch in dieser Gruppe wird jeden Monat gemeinsam ein Thema gesucht, zu dem etwas gebastelt werden kann. Wie man das umsetzt, das bleibt jedem selber überlassen. Wichtig ist, dass man einen YouTube-Kanal hat, in dem man dann das Thema dann vorstellen kann oder das Gebastelte. Ich habe für dieses Thema, was diesen Monat ausgesucht wurde, das war Sommersonne Reisefieber, habe ich einen Explosionskoffer gebastelt. Und den stelle ich euch jetzt mal ganz schnell vor. Und zwar ein paar Blümchen, ein bisschen was Buntes draufgeklebt, alles nur Deko. Man kann also nichts irgendwie hier ziehen, machen, tun. Das ist halt, sieht halt einfach nur nett aus und kann dann eventuell als Geldgeschenk oder als Karte irgendwie fungieren. Man könnte jetzt zum Beispiel noch ein Glasfläschchen dranhängen oder noch eine Karte oder auch einfach jetzt hier draufschreiben für von oder so. Ja. Das ist alles hier, wie gesagt, Deko. Da habe ich so ein bisschen so eine Naht angedeutet und ja. Und dann sollte man das Ganze hier anheben können. Und dann fällt das so auseinander. Eben wie so eine Explosionsbox, nur eben ein Koffer. Tada! Und wie man diesen Koffer bastelt, das möchte ich euch jetzt zeigen. Und wie man die Deko macht, das überlasse ich dann eurer Kreativität. Denn wer weiß, wo die Reise hingeht, zum Beispiel nach Amerika oder in den Vergnügungspark, nach Paris oder wie auch immer. Und dann kann man das halt ja auch hier innen drin thematisiert eben gestalten. Ja, dann bleibt mir nur noch zu wünschen viel Spaß und vielen Dank schon mal fürs Zuschauen. So, dann wollen wir mal loslegen. Also was ihr auf jeden Fall braucht, ist Lineal und Schere und Papier. Aber ich bin ja, gehöre zu den Glücklichen, die über ein Schneidebrett und ein bisschen Werkzeug verfügen. Von dem her, Schneidebrett wäre schon schön, Lineal sowieso wunderbar. So. Mein Koffer war ja in Braun oder in Schokobraun und diesmal möchte ich ihn aber in Fliederfarben machen, weil ja, heutzutage sind die Koffer ja einfach alle schön bunt. So, deswegen schneiden wir jetzt als erstes, brauchen wir für den Deckel zweimal ein Stückchen Papier, also besser ein bisschen was festeren Karton, zweimal 25,6 mal 18,5 cm. 25,6. Ich habe extra Zentimetermaße genommen. Hat ja nicht jeder ein Inch-Lineal oder halt ein Schneidebrett. 25,6 mal 18,5 Zentimeter. Das wären die zwei Teile für den Deckel. Und dann benötigen wir noch einen Teil für den Boden. Das habe ich schon mal vorbereitet. Und zwar ist das das Maß 29,7 mal 14 cm. Das heißt also einmal das A4-Blatt in der Länge und mal, was hatte ich gesagt? 14 cm in der Breite. Und von dem Rest, wenn ihr das in 14 cm, von dem A4-Blatt 14 cm abschneidet, dann bleibt noch ein bisschen was über. Und den Streifen, den schneidet ihr zurecht in 6,6 cm mal 14 cm. Und daraus solltet ihr dann zwei Streifen. Ihr könnt den auch einfach in der Mitte halbieren, aber es ist wichtig, dass ihr auf jeden Fall noch ein bisschen am Rand abschneidet, sodass der dann halt 6,6 cm in der Breite hat. Ne? Also das ist jetzt hier dieses Stückchen, was hier dran war.
Und das dann in der Mitte halbieren und noch einen kleinen Streifen abschneiden. So, dann wird dieses Stück, das gibt den Bo also dieses Explosionsteil gibt das wird gefalzt bei 11,5 Falzen, drehen und nochmal bei 11,5 Falzen. Die zwei kleinen Streifen, die werden bei 2,5 cm, nee, nicht, dass ich was Falsches erzähle, 11,5. Die müssen 11,5 cm lang sein und der Rest ist Klebelasche. Also bei 11,5 anlegen, falzen und dann habt ihr auf jeden Fall dann eine Klebelasche. Und das macht ihr bei beiden Stücken. Hier habe ich das schon gemacht. Jetzt brauche ich nur noch Kleben. Das gibt also unser Explosionsteil. Da mein Koffer ein bisschen was größer war, hat das leider nicht so auf ein A4-Blatt gepasst. Aber ich wollte ihn halt ein bisschen was größer machen, weil es sollte ja auch was reinpassen. So, dann müssen wir noch den Deckel falzen. Und der wird gefalzt in der Breite bei 4,3 cm. Wieder so ein dämliches Maß, ne? 5, das ist 4, das ist 3 Falzen. Ich muss mir das immer wieder sagen, weil ich bin auch gerne bereit, immer schon mal ganz schnell zu schneiden, obwohl ich ja falzen soll. Und bei 18,5 wird es gefalzt. Dann drehen wir das Papier und legen die kurze Seite oben an und falzen bei 11,5 cm. Und das Ganze machen wir zweimal. Also 4,3, 4,3, falzen, 18,5, falzen, Papier drehen, 11,5. Wenn eure Box jetzt etwas höher sein soll und dafür vielleicht schmaler, dann müsst ihr halt nicht bei 11,5 falzen, sondern meinetwegen bei 14. Dann habt ihr noch hier oben was über. Das könnt ihr dann, wie gesagt, was schmaler machen. Und so schmal, was ihr hier oben macht, also die Breite, die Falz, wo ihr das hier oben über habt, das müsstet ihr dann hier noch falzen. Und das hier ist nur die Klebelasche. Ja. Weiß nicht, ob das jetzt Sinn gemacht hat. Dann braucht ihr noch ein Stück Papier für den Griff. Das sollte 2,5 cm in der Breite haben und 13,5 in der Länge. Also 2,5 lege ich mir jetzt hier an. Ist ein bisschen was schwierig mit so ein bisschen wenig Papier nur. Aber das macht jetzt nichts. Das ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn das so nicht so ganz so gerade ist. So, der hat ja hier so schöne Linien, da kann man das überall so schön anlegen. Das ist wunderbar. Jetzt habe ich ein bisschen. So. 2,5. Nehmen wir das hier. Also 2,5 cm mal 13,5 cm. Und das wird nochmal gefalzt bei jeweils 2 cm. Ich lege das auch wieder in die andere Richtung an. Das ist halt einfacher für mich in dem Fall. 2 cm. So, und das gibt unser Tragegriff. Den kann man jetzt noch abrunden, die Ecken. Ja, gut, geklappt. So, das gibt unser Griff und dann, wenn das jetzt an der Falz so ein bisschen, also knicken wir die Falz nach oben mal, so. Und dann an der Falz anfassen und so ein bisschen, mach's mal so. Und da kommt diese Wölbung, ganz automatisch. Und wenn man das dann nachher so aufklebt, dann hat man also diese Wölbung einfach schon so ein bisschen da.
kann die natürlich auch noch mit dem Finger, über einen Stift, über Falzbein ziehen. Dann wird die halt noch ein bisschen mehr. So, das ist unser Griff. Da könnte man jetzt auch, wie ich das gemacht habe, wieder diese Naht so ein bisschen andeuten. Finde ich halt auch immer sehr hübsch eigentlich. Mache ich jetzt auch mal ganz schnell die. Man natürlich auch echt nähen, ne? Einmal drumherum. Ich habe mir ja so eine Handnähmaschine gekauft. Aber, ne, also, ich weiß nicht. Also da ist mir, glaube ich, dann doch die Fuse lieber. Das Fuse. Die Fuse? Ich weiß gar nicht. Dann brauchen wir noch ein Stück, was 26,5 cm hat. Und ja, sollte auf jeden Fall auch 2,5 breit sein für diese Lasche. Ja, und ich weiß gar nicht, wie das ist so ein Reststück, nehme ich dann gerne. Das hat jetzt nur 25,5, ist auch okay. Nehme ich 25,5. Auch hier möchte ich gerne wieder die Enden abrunden. Zumindest die an einer Seite. Und auch wieder die Naht machen. Das ist ja jetzt so, sage ich mal, ja, jetzt schon zu Dekorationszwecke gehört. Das. So, dann hätte ich das, dann habe ich das. Den Boden habe ich gemacht, den Deckel haben wir gemacht. Dann bleibt uns noch müssen wir jetzt schneiden. So. Und zwar schneiden wir jetzt dieses kleine Rechteck, wo wir gefalzt haben. Das kann weg. Das brauchen wir nicht. Dann schneiden wir diese Linie ein. Bis zur Falzlinie immer schneiden. Ne? Und hier wird noch eine Ecke weggeschnitten. An der Seite. Und auch an der. So. Dann kann man jetzt die Falz nochmal nachziehen. Das macht es dann einfacher nachher beim Kleben und dergleichen. Das ist jetzt die eine Hälfte schon mal. Und dann wird die andere Hälfte gemacht. Auch hier wieder das kleine Rechteck, das kann weg. Das stört sonst nachher nur. Das kleine Viereck bis zur Falzlinie einschneiden und ein bisschen schräg abschneiden. Oder auch ein bisschen mehr. Aber das egal. So. Werde ich euch nur zeigen, wenn das so zusammen macht. Hier Kleber drauf. Können wir das anlegen. Möglichst genau. Festdrücken. Fertig. Dann hier Kleber drauf. Hier so einfalten. Festdrücken.
Und dann kann man es aufhalten, umdrehen, umklappen, Kleber drauf, festmachen, umdrehen und dann ein bisschen mit dem Falzbein oder einem langen Gegenstand festdrücken. Ich mache das jetzt hier mit diesem nicht, weil der soll noch ein bisschen anders gestaltet werden, aber das würde die Länge des Videos halt wahrscheinlich etwas sprengen, wenn ich jetzt anfange, das hier noch ein bisschen anders zu gestalten. Also hier soll noch ein paar Blümchen drauf gestempelt werden, aber das, wie gesagt, würde wahrscheinlich zu lang werden. Fertig sieht das dann so aus. Man dann hier so. Ja, das ist also der Deckel fertig. So, dann brauchen wir noch eine Schnalle. Für die Schnalle brauchen wir 5 cm mal 4 cm. So. Da zeichnet ihr euch oben und unten bei der 5 cm, wenn ihr es also in der Waagerechte bei 5 cm, da macht ihr oben 5 mm Rand und unten einen 5 mm Rand. Und rechts und links ein Zentimeter Rand. Ich mag dafür gerne das Grittpapier nehmen. Meine Kamera mag das zwar nicht so gerne, aber ich mag das, weil ich da das Lineal schön anlegen kann bei den Kästchen. Das ist ja wirklich praktisch. So, wie gesagt, meine Kamera mag das nicht so gerne, deswegen lege ich das jetzt wieder weg. Und dann könnte man das natürlich jetzt auch mit dem Schneidebrett machen, aber das mache ich jetzt einfach mit der Schere. Und da schneide ich mir jetzt einfach dieses Kästchen, was ich mir angezeichnet habe, hier in der Mitte aus. Da muss ja auch nicht immer alles so 100% genau und perfekt sein. Na ja, gut, es gibt Leute, die mögen das. Die müssen halt so machen, ich muss das nicht machen. Und dann habe ich hier noch so ein kleines Reststückchen. Ja, das ist ja, das kann ja auch in der Breite variieren, wie es halt gerade passt oder wo man vielleicht noch gerade was hat, ein Stückchen. Und das wird dann einfach hier oben aufgeklebt. Das mache ich auch jetzt nochmal. Das könnte man natürlich jetzt auch nochmal wieder noch hübscher verzieren, indem man hingeht und auch hier noch so eine Öse oder irgendwie was dran macht oder vielleicht auch die Schnalle mit einer richtigen Schnalle macht, ne? Also richtige, so eine gibt es ja, ne? Kann man ja auch kaufen oder vielleicht von einer alten Tasche noch was abmachen und das dann. Also gibt es ja Möglichkeiten ohne Ende, Ideen ohne Ende. So, und das bringe ich jetzt einfach an, indem ich das da Kleber aufbringe. So. Ich habe jetzt noch nicht ganz durchgeklebt hier. Dann mir ungefähr die Mitte suche. Es klebt schon an meinem Finger, obwohl es ja eigentlich am Koffer kleben soll. Festdrücken. Dann gehe ich mit meinem Finger hier unten in die Ecke von innen rein und drücke da so ein bisschen gegen und drücke es dann rum. Festdrücken. Und jetzt mache ich von hier auch noch Kleber dran. Schiebe meine Lasche dadurch. Mach da auch Kleber dran. Und wieder mit dem Finger hier so rein. Finger rein.
festdrücken. Kleber gematscht. So. Und das dann die Lasche. So, und hier auf die Klebelasche und auf die Klebelasche ein bisschen. So ein bisschen zusammen. Und je nachdem, wie groß oder wie hoch euer Henkel sein soll, so wählt ihr den Abstand. Und setzt es dann fest. So, das wäre jetzt unser Deckel. Dann machen wir noch schnell den Explosionsboden. Dafür haben wir jetzt hier die drei Teile oder ja auch vier. Weil man könnte jetzt noch für den Boden so eine Abdeckung machen. Die ist, Moment, sag ich euch gleich, die ist 6,6 cm mal 14 cm. Und da zeige ich euch auch gleich, wofür die ist. So. Ich schiebe das hier unten drunter. Anschlag praktisch und falte es dann um und drücke es fest. Das gleiche mache ich hier. Kleber. In Position umfalten und festdrücken. Dann kann man hier die Seiten noch. Das sollte man auch unbedingt machen in dem Fall, damit das nachher auch schön auseinanderfällt. Da haben wir und dann mache ich das auch noch mal in die andere Richtung. Und das ist unsere Explosionsbox. Und weil wir hier unten so eine Unebenheit haben, haben wir noch die Bodenabdeckung, die 6,6 cm mal 14 cm ist. Die kann man jetzt noch einfach hier drauf kleben. Und dann verschwindet auch die Unebenheit so ein bisschen. Wir sind fertig. Et voilà. Ja, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dranbleiben. Über Daumen hoch und Kommentare freue ich mich. Wenn ihr noch sehen möchtet, wie ich zum Beispiel die Palme gemacht habe oder keine Ahnung, irgendwie die Deko von meinem Beitrag für die Gruppe Ideen mit Pfiff. Dann lasst es mich wissen. Dann kann ich euch sicherlich auch dabei helfen. Oder wie zum Beispiel das Rad hier gemacht habe. Oder irgendwie, wenn ihr irgendwas wissen möchtet. Ja, dann kann ich da sicherlich auch noch ein Tutorial für dranhängen. Im Moment war es das erstmal. Und wie gesagt, beim Gestalten könnt ihr euch ja austoben und dementsprechend gestalten. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, bei ein Teil dieser Kooperation zu sein von den Videos und hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen Dank. Tschüss.